Und damit kommen wir nach Wien, wo heute ein Großaufgebot der Wiener Polizei am Boden und in der Luft im Einsatz ist. Grund dafür ist der sogenannte Akademikerball, die Nachfolgeveranstaltung des Balls des Wiener Kooperationsringes. 3000 Demonstranten protestieren gegen diese Veranstaltung. Etwa 1200 Gäste sind in die Wiener Hofburg gekommen. Anders als im letzten Jahr fehlt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der dritte Nationalratspräsident Martin Graf ist aber gekommen. Patrick Hiebler und Jörg Hofer beobachten die Situation seit dem frühen Abend und haben folgende Reportage geschaltet. Von gröberen Ausschreitungen wie im Vorjahr ist man ausgegangen. Geworden sind es größtenteils friedliche, um nicht zu sagen beschauliche Demonstrationen, vorwiegend politisch linker Gruppierungen. Diese Bilder haben wir gegen 6:30 aufgenommen. Zwei Demonstrationszüge, der eine vom Westbahnhof, der andere von der Universität, ziehen in Richtung Heldenplatz. In Summe laut Polizei rund 3000 Kundgebungsteilnehmer. Gegen 20 Uhr treffen vor der Hofburg die ersten Gäste des Akademikerballs ein, abgeschirmt von der Polizei ohne nennenswerte Zwischenfälle. Einige Ballgäste wie der freiheitliche EU-Abgeordnete Mölzer beschweren sich, weil sie mit Farbbeuteln beworfen wurden. So ein Skandal, wieder schon. Ganz anders im Vorjahr, immer wieder gröbere Zwischenfälle. Ballgäste und auch Unbeteiligte wurden mitunter scharf attackiert. Fazit: 8 Verletzte, 20 Festnahmen. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres hat die Polizei heute großräumig abgesperrt, waren doch 7 Demos angemeldet. Das hängt auch damit zusammen, dass diesmal mehr Kundgebungen, die eine Route verfolgt haben, angemeldet wurden. Und deswegen war die Taktik natürlich etwas anders. Und auch das Platzverbot war eine Spur größer rund um die Hofburg. Die einzigen Ausschreitungen gab es bis jetzt etwas abseits des Ballgeschehens bei der Albertina. Die Polizei spricht derzeit von 2 Leichtverletzten und 2 Festnahmen.